Ja, wir sind in der Region Venedig angekommen. Das ist der wahrscheinlich schönste Campingplatz, zumindest mal Europas. Er ist gewählt worden von einer Fachzeitschrift in Folge zum besten Campingplatz Europas. Ich guck mal, 10-mal, sagt der Sergio. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo, wie geht's? Auch ganz gut. Ja, wir sind lange gefahren. Wir waren am Lago Maggiore, am Lago Maggiore, und jetzt sind wir ja hier. In welcher Region sind wir jetzt hier? In Veneto, also Region Venedig. Also wir liegen hier gerade 12 Kilometer weit entfernt von Venedig, Luftentfernung. Das ist schon direkt hier die Rezeption. Das sieht aus wie ein Luxushotel so ein bisschen. Ja, das ist das. Ja, das ist das Ziel eigentlich, das so wie ein Luxushotel aussehen zu lassen und auch natürlich ein Service, der das, welches auf Luxushotelniveau liegt. Also nicht nur also das Aussehen und die Optik, sondern auch der Service. Das ist das Wichtigste. Wahnsinn, ihr habt unglaublich viele Preise bekommen. Das sieht man hier. Hier waren wirklich schon alle. Der ADAC war da. Ja, wir haben zweimal den Innovationspreis vom ADAC bekommen. Also wir sind von EcoCamping. Wir sind den ersten CO2-neutraler Campingplatz Europas gewesen. Wir sind ein klimafreundlicher Betrieb und auch 10-mal in der Reihe, wie Sie gesagt haben, zum besten Campingplatz Europas gewählt worden. Ich war noch nie hier, das ist der erste Rundgang. Ich habe extra mal gesagt, ich filme den gleich mal mit. Fängt an, ihr habt eigene Spielplätze, die hier da sind. Ja. Also, okay, wenn Sie die Spielplätze sehen wollen, dann... Genau. Ja, da schauen wir uns, können wir uns auch gleich mal anschauen. Aber ich will nur mal zeigen, ihr seid absolut familienfreundlich. Ja, wir sind auf Familien spezialisiert. Der Campingplatz, also wir nennen uns ganz ehrlich gesagt Club-Campingplatz, also nicht nur Campingplatz, hat einige Besonderheiten. Also am wichtigsten ist das Publikum eigentlich. Also sehr viele Leute unterschätzen die Bedeutung und wie wichtig es ist, einen homogenen Publikum zu haben eigentlich. Wenn Sie eine Woche auf Campingplatz verbringen, kommen Sie in Kontakt mit sehr vielen Leuten. Also Ihre Kinder werden auch andere kennenlernen. Und also wir arbeiten sehr viel mit Stammgästen. Also durchschnittlich, der Gast, der hier kommt, kommt durchschnittlich also 7-mal zurück. Also wir haben natürlich auch Leute, die in der Zwischenzeit 50-mal hier waren. Aber die Tatsache, dass wir also fast ausschließlich mit Familien arbeiten, spricht dafür, dass also Familien sich hier auch wohlfühlen. Und unser Produkt ist so ausgelegt, dass es natürlich für Familien so gut wie möglich gestaltet wird. Also der Spielplatz, den Sie sehen, ist der größte Holzspielplatz, Spielplatz mit Holzstruktur Italiens eigentlich. Stark. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, sowas in Stand zu halten und zu besorgen, das kostet ein kleines Vermögen. Ja, es lohnt sich auf alle Fälle. Also wir hatten das Glück, also 30 Jahre lang, dass die Branche geboomt hat. Und also ich spreche auch für meine Kollegen insbesondere. Also wir haben wirklich auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gehabt, um unsere Produkte allgemein aufzuwerten. Und also die meisten zum Glück haben das wieder investiert. Also wir besonders stark, muss ich dazu sagen. Also dieses Jahr sind zugegeben die Animationsaktivitäten eingeschränkt aufgrund von Corona-Schutzregeln. Und also das ist natürlich eine Tatsache, die man nicht verschweigen darf. Aber normalerweise haben wir eben ein volles Programm für Familien und für Kinder, also für jeden Alter wird natürlich was geboten. Obwohl wir auch einen All-Inclusive-Platz sind. Und das ist etwas, was wir alleine in der ganzen Branche in Europa... All-Inclusive. Es heißt, es gibt über 40 Aktivitäten, die kostenfrei inkludiert sind. Also wenn ich sie aufliste, dann haben Sie wahrscheinlich also keine Batterie mehr in ihrer Filmkamera. Also es fängt von Golfen auf dem 18-Loch-Platz von Jesolo mit Profilehrer, wenn Sie wollen, Tauchen, Reiten, Tennis, Sägen, alles, was Sie wollen. Ist im Preis enthalten? Ja, alles. Ja. Also heute Abend kommen Sie, heute Abend ist der Swimmingpool bei uns durchgehend bis 22 Uhr abends geöffnet. Also wir nennen das jetzt Long Pool Night, so dass die Leute dazukommen, selbst am Abend zu baden. Das ist etwas, was, also wir machen normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten auch also Pool-Events. Das heißt also, so dass richtige Feste am Pool also nachts veranstaltet werden, eins oder zweimal der Woche. Aber wie gesagt, dieses Jahr wegen Corona sind Versammlungen grundsätzlich verboten. So muss man etwas kreativ sein, um etwas
anzubieten, was auf eine Seite angenehm wirkt und auf der anderen Seite ungefährlich natürlich. Also wir bieten Fitnessaktivitäten hier auf der Bühne, im Wasser. Wir haben da die Hydrobikes, wie Sie sehen, auf der linken Seite, da oben vor dem Fitnesscenter. Und also wir haben natürlich auch am Strand Aktivitäten, so wie zum Beispiel Yoga oder morgen Sonnenaufgang-Gymnastik und derartiges. Es ist natürlich wichtig, unterschiedliche Aktivitäten für die unterschiedlichen Ansprüche zu bieten. Ja, also da, weil jeder hat natürlich andere Bedürfnisse. Ganz wichtig ist natürlich auch das Meer. Ihr habt direkten Strandzugang? Ja, wir haben einen riesen Privatstrand und das ist eine der Besonderheiten von diesem Platz. Also das ist die Lage. Wir sitzen direkt im Ort. Das heißt, also wenn Sie, also hier sitzen wir direkt auf der längsten Einkaufsstraße Europas eigentlich, direkt am Ende davon. Und wir haben einen eigenen Hafen dahinter mit direkten Verbindungen, Bootsverbindungen nach Venedig und gleichzeitig auch also einen Riesenstrand da vorne, also die vollständig ausgestattet ist. Also unsere Gäste mit dem gleichen Prinzip, also mit dem Chip, haben die Möglichkeit, jeden Tag einen Sonnenschirm am Strand kostenfrei zu bekommen. Also mit 3 Liegen und am Strand bekommen sie auch Tretboote, sie bekommen Kanus, sie bekommen Katamaran, sie bekommen Stand-Up-Paddles, Riesen-Stand-Up-Paddles, Segelfahrten mit dem Segellehrer und auch Bananabootsfahrten, alles inklusive. Stark. Das sind die Schweizer Alpen. Wir sind im Tessin am 31. Juli 2020. Da oben, ja, da ist eine Sendestation, wahrscheinlich vom Schweizer Rundfunk. Und wir sind tatsächlich Camping Monte Generoso, würde ich sagen. Camping Monte Generoso. Und ja, der Chef ist hier. Er kommt aus Argentinien und er spricht ganz viele verschiedene Sprachen, unter anderem ein Poco-Deutsch, ist das so? Ein bisschen Deutsch, ja. Sehr, sehr gut. Wie ist dein Name? Lukas. Lukas. Ja, wir sind jetzt, an welchem Ort sind wir hier? In Melano.
Ticino, Region Ticino in der Schweiz sicher. Man spricht ja Italienisch? In der Region, die Sprache ist Italienisch, ja. Okay, und wenn du mir nochmal genau sagst, wie das ausgesprochen wird, Monte? Monte Generoso. Monte Generoso, eigentlich ganz einfach, oder? Ganz einfach, ja, so. Monte Generoso. Genau, ich habe mal kurzfristig angerufen bei dir, habe dich gefragt, ob du noch einen Platz hast. Corona ist bei euch natürlich auch da. Es hat euch ja relativ hart getroffen, denn ich sag mal direkt in Italien, da gab es ja einen Corona-Hotspot. Deswegen habt ihr die Rezeption, man kann auch einfach hier außen, oder? Ja, die Region war ein bisschen schlimm am Anfang. Jetzt sind wir zum Glück sehr gut mit der Corona. Alle die Platz, alle die Camping, Restaurant müssen immer Schutzkonzept haben und alles. Und wir sind wirklich am Arbeiten. Gut aufgestellt. Ja, man kann hier Brot bestellen, das habe ich dann auch gemacht. Man zahlt hier in Schweizer Franken, das muss man beachten. Ihr habt ja keinen Euro, ihr seid ja Schweizer, richtig? Sie können in Euro zahlen, aber wir geben Franken zurück. Das Ganze ist gewachsen. Ihr seid also jetzt nicht so ein ganz neuer Campingplatz, sondern man hat hier noch Flair. Das ist richtig schön hier, oder? Ja, wir machen so. Ich sag mal gerade, hier vorne ist das Eis und hier ist ein ganz besonderes Fach, denn ich habe mir nämlich mein kühles Bier gegönnt bei euch. Da habt ihr so ein eigenes Fach, da gibt es die Bierspezialitäten direkt aus der Schweiz. Ich zeig's mal gerade. Das heißt, ihr habt ja alles komplett gekühlt, oder? Ja, das ist sicher wichtig. Also Bier muss immer hier sein und sehr cool. Gutes Heineken. Erdinger Weißbier habt ihr da und natürlich... Das sind Schweizer Bier und das sind so Tessiner Kraftbier aus der Region. Also die habt ihr auch da? Ja, haben wir auch. Ist die Schweiz ja nicht so ganz billig im Vergleich zu Italien? Gibt es da Leute, die sagen, das ist ganz schön teuer hier oder geht's? Es geht. Ja, es ist ein bisschen teuer, aber alle, die leben in der Schweiz, ist teuer. Es ist nicht nur, dass die Preise sind hoch, nur für, weil wir sind Schweizer. Das Allerwichtigste ist, ich zeige das mal gerade, er macht nämlich Hühnchen, da vorne sind sie, und die sind so lecker, dass es fast gar nicht mehr anders geht. Hallo, wir sind vom deutschen Fernsehen. Vom Saarland Fernsehen, ich grüße dich herzlich. Wir hatten gestern das Vergnügen, du hast Hühnchen gemacht. Ja. Und die schmecken richtig gut. Danke. Und die sind nicht so riesig, sondern die sind ganz, sind die hier aus der Gegend? Ist, ja, sie werden von der Schweiz geliefert und die sind Bulle vor halb Kilo und okay. Sind... Schmecken lecker. Ja. So, dafür gibt es natürlich die Pommes und ich... So, du musst weiter arbeiten, ich lasse dich mal in Ruhe. Danke. Vorne ist man schon direkt am See. Also es ist eins der schönsten Campingplätze. Also die haben ja alle Holländer, haben gesagt, hier sind auch schon wieder Holländer. Ihr habt viele Holländer auch? Haben wir viele Holländer, ja. Zum Glück die letzten Jahre. Die Holländer am Anfang waren nur für eine Nacht, nur Stopp. Und dann zwei Nacht, drei Nächte, eine längere Stopp bis für Italien. Und ja. Vorne sind die Baderegeln da. Ihr habt eine Badeplattform, die habt ihr aufgebaut. Die wird von den Kindern die ganze Zeit belagert. Das macht richtig Spaß zu spielen. Man kann sich nicht verletzen, denn rundherum ist nur Wasser. Ja. Das ist fast neu von diesem Jahr. Schön, oder? Ist sehr schön, ja. War bestimmt nicht. Machen wir vielleicht eine so Meerspiel da am See. Ja, hier sieht man, das ist so der Badebereich. Der ist hier abgetrennt. Das heißt, hier können auch keine Boote reinfahren. Der See... Ich sag mal, der ist immer relativ ruhig, oder? Wenn nicht gerade ein Boot vorbeifährt mit den Wellen? Sie ist sehr ruhig, ja. So, und da ist der Guard? Bademeister. Der Bademeister. Er spricht auch Deutsch. Er spricht auch Deutsch. Hallo, ich bin der Sven. Guten Tag, ich bin Fabio Ober, ich bin der Bademeister hier. Okay, ist hier viel zu tun? Ja, diese Saison ist sehr viel zu tun. Es hat sehr viele Leute, und es hat schönes Wetter und viele warme Tage, das macht viel aus. Ja, es sind auch unglaublich viele Leute da. Du sprichst auch verschiedene Sprachen, was sprichst du alles? Ich spreche Deutsch, Italienisch, ein bisschen Französisch, relativ gut Englisch und ja, ich spreche auch Schweizerdeutsch damit, dann verstehe ich auch ein bisschen Flämisch und ja. Echt? Es geht sehr gut mit allen Sprachen, ja. Hier ist eine Tischtennisplatte mit dabei, man kann sich auch hier so ein Boot mieten oder wie geht das? Sie, Ständer, Paddel, Kanu, Tretboot und ein kleines Motorboot auch. Ein kleines Motorboot. Ist das teuer, das Mieten? 38 Franken pro Stunde, so. Okay. Das Boot jetzt oder das kleine Boot? Das kleine Boot, ja. Okay. Die Ständerpaddel und die andere weniger. Da vorne steht's. Una Ora, also Ständerpaddel sind 12 Franken und das Kanu liegt bei 12 Franken. Er meinte wahrscheinlich das Boot. Ja, und hier sind so die Premium-Plätze. Das heißt, also das sind die Plätze, die wahrscheinlich immer weg sind, oder?
Das sind in Hochsaison jeden Tag ausgebucht. Ja. Und schon für 2022 haben wir schon reserviert. Ja, vorne sieht man es, ich stehe nur kurz, aber ich sag mal, das ist jetzt direkt am Meer mit eigenem privaten Badeplatz. Ja, es geht ja kaum besser, oder? Ja, wir haben, das ist die Beste aus unserem Camping. Diese 12 Plätze direkt am See. Es ist nicht viel Camping in der Region, das diese Platz haben. So, ich hoffe, ihr habt keine Blaualgen. No. Die waren da, das gibt's hier nicht. Ist es so, dass hier die Qualität vom Wasser wird auch überprüft laufend? Sie kann den Kanton so macht immer Prüfung. Wir haben in der Webpage, können wir das jeden Tag schauen. Ich zeig mal gerade, hier vorne steht sie mit zwei Hunden. Da ist sie drin. Ist ja Wahnsinn. Guck mal hier, die sind hier mit beiden Hunden drin. Das ist schon stark, oder? Sie. Ja, und hier ist Sophia. Sie ist in Deutschland geboren, aber sie lebt in Südfrankreich. Gibt es denn etwas Schöneres? Hallo Sophia. Hallo, ich heiße Sophia. Grüß dich herzlich. Ja, wir sind hier an der Rezeption. Hier ist ein Hightech-Campingplatz, sage ich jetzt mal. Das heißt also, es war mal ein ganz einfacher, natürlicher Campingplatz und mittlerweile muss man sagen, es gibt hier wirklich alles, was das Herz begehrt, oder? Ja, wir haben eine sehr begehrte Region. Es zieht viele Gäste an, also Südfrankreich ist schon, also es ist immer schönes Wetter, wir haben viele Aktivitäten, die man hier in der Gegend machen kann und es ist eigentlich schon sehr beliebt. Ja, sehr schön, hier vorne ist die Schranke, da ist die Anmeldung, das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, habe einen Platz gebucht, die allermeisten stellen sich ja dann da vorne hin, die werden erstmal da vorne geparkt. Man kann sich auch schon mal einen Platz aussuchen, wenn man ganz spontan ist, aber es lohnt sich schon zu reservieren, oder? Ja, eigentlich prinzipiell sehr wichtig, also es ist schon so, man hat eine bessere Auswahl, wer nicht reserviert, hat halt im Prinzip eine geringere Auswahl. Ja, schöne Vögelfauen sind hier. Die sehe ich jetzt mal da oben für die Kinder so ein kleiner Blickfang. Ja, besonders schön, es gibt einen großen Spielplatz hier, oder? Ja, auch noch, also auch mehrere. Wir haben natürlich einen großen Innenschwimmspielplatz und es gibt einen zweiten auf dem Sportplatz, auf dem zweiten Teil vom Campingplatz. Da ist das neue Badeparadies. Ich werde auch irgendwann mal jetzt mit der Drohne mal drüber fliegen, dass wir das mal sehen können. Das ist heiß begehrt, oder? Das ist sehr beliebt, ja. Da gibt es nichts, es geht keinen Weg um das Schwimmbad bei uns drumherum. Also selbst mein Sohn hat gesagt, Papa, du musst ins Schwimmbad, obwohl ich eher so ein Strandtyp bin. Und das hier, ich habe gestern mal ein paar Aufnahmen gemacht. War was da hinten? Die üben gerade bei euch, die Animateure? Ja, die ganze Saison über wird auch noch geübt, bis zum letzten Ende meistens. Hier vorne sind die lachen immer abends. Also wenn ich da auf die Kinder zugehe und so weiter. Und die stehen auf der Bühne, man muss auch andauernd sich, ich sag mal, animieren. Da vorne sind sie. Ist ein Riesenteam, oder, für die Animation? Das sind ganz schön viele, ja. Die strengen sich auch richtig an, die müssen die ganze Zeit schon viel geben. Ja, ich gehe mal kurz mal hier vorne hoch, dass wir das mal sehen.
Jetzt wird nämlich geübt, die Choreografie, die wird eingeübt. Also was auch ziemlich stark ist, ihr habt unglaublich viele Showstars, die hierher kommen, also die wirklich ein ganz tolles Programm bieten, was nicht fest ist, sondern ich nehme an, ihr kauft die immer ein. So Spezialitäten, Michael Jackson habe ich gesehen letztes Jahr und so weiter, also richtig tolle Sachen. Ja, also unsere Teams geben sich Mühe, machen generell 2 Auftritte in der Woche, somit 4 alle 2 Wochen und danach regelmäßig in den anderen Abenden kommen dann noch Außenanbieter vorbei. Ihr habt eine Strandbar hier, man kriegt hier alles, wenn man möchte, oder? Ja, also Pool ohne kaltes Bier geht nicht. Geht nicht, aber auch den einen oder anderen Cocktail. Und hier ist das Wichtigste, was es gibt einmal die beliebten Gaufres und natürlich die Crepe, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier vorne stehen sie. Ich habe meinem Sohn das auch mal mitgegeben. Ganz viele Kids sind auch alleine unterwegs. Ja, das heißt, wenn die Eltern das erlauben, wie seht ihr das? Also kleinere Kinder sollten natürlich in Begleitung sein. Generell ist es so, ab 18 ist dann alles möglich. Da vorne sind die Rutschen, ganz beliebt. Ihr habt 2 große Rutschen, aber ich habe gehört, nebenan, das sind 3 verschiedene Campingplätze. Man kann mit einem Bändchen kann man alle 3 benutzen, oder? Ja, die Zugänge zu den Campingplätzen Nouvelle Floride und Charlemagne sind natürlich auch möglich und auch sehr wichtig für uns, weil wir gehören alle zusammen als eine Gruppe von Les Méditerranées. So, hier vorne haben wir ein Pärchen, da gehe ich mal ganz kurz drauf zu. Hallo. Sag mal kurz Hallo, die kenne ich nämlich, die sind bei mir aus der Straße. Du bist jetzt wie lange hier? Eine Woche fast. Eine Woche, ist das schön hier? Super. Warum? Wetter ist gut, nette Nachbarn, darf man ja nicht vergessen zu erwähnen. Ja, ihn meine ich jetzt auch damit. Und tja, super und auch gar nicht teuer hier. Ja, ist das wirklich so? Das ist ich finde es gar nicht teuer. Also hier kann man ja auch einen alkoholfreien Cocktail für 5,50 Euro. Wüsste ich nicht, wo ich den sonst. Ja, stark ist auch, man kann hier wählen zwischen Meer und Pool. Ist der Pool gut? Ich liebe Pool. Ja. Ich finde Pool schöner, als im Meer zu schwimmen. Ja, und der hier, ist der gut? Ja, der ist sehr groß auch. Ne? Also ist schön. Du bist jetzt aus Rheinland-Pfalz, oder? Ja, Prüm. Prüm. Alles klar, danke dir. Ciao. Der Spa-Bereich ist auch noch relativ neu. Der wurde dazugenommen und er wird auch immer noch verbessert und verschiedene Angebote werden gemacht. Im Moment, leider durch Corona, können wir die Sauna und den Hammam nicht aufmachen. Genau, das hat man kurz vorher besprochen, aber vielleicht können wir da ein paar Bilder mal einblenden. Wenn ihr uns mal ein paar Bilder schickt, dann können wir das einfach mal zeigen, wie es innen drin aussieht. Es ist wunderschön, auch hier sollte man reservieren, aber ja, gebt euch größte Mühe. Also meine Frau, die hat so oft gesagt, ich muss da jetzt hin, ich muss unbedingt eine Anwendung kriegen. Ja, die Reservierung ist leider notwendig. Also es gibt viele Gäste und viele Anfragen und es sind nicht halt immer so viele Plätze frei. Ja, stark ist frische Pizza. Ich sag mal, da vorne, ihr habt einen Supermarkt, den ich auch wirklich sehr mag. Er ist klein, aber fein. Das sind, glaube ich, 2 Brüder, gell, die das machen. Das sind Brüder, ja. So, und hier vorne ist so das Herzstück, Kohlenhydrate pur. Also hier kann man sich in Frankreich wirklich dann versorgen. Ihr habt frische Pizza. Frische Pizza, klar. Es gibt natürlich auch für den Frühstück das Croissant und das Pain au Chocolat natürlich, was dazugehört. Genau, das heißt, hier können sich praktisch Kinder einmal kurz ernähren. Und ja, das wird doch ordentlich zugegriffen hier. Und hier kann ich frisch bestellen. Pizza geht los. Ich guck mal gerade hier vorne. Paninis gibt's, Grillade und Pizza geht los ab 7,90 Euro. Es ist viel Käse drauf. Man kann aber auch sagen, etwas weniger Käse, gell? Sie können gerne sagen, Sie möchten weniger Käse, aber es ist eine sehr gut belegte Pizza, ja. Das ist so mal wirklich, also extrem satt. So viel kann ich dazu sagen. Ihr habt ganz frische Paninis. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind frische Croissants. Da legen die Leute schon Wert drauf. Wir sind immer Schlangen. Also morgens, wenn man kommt so, aber es geht so in 5 bis 10 Minuten kriegt man alles, je nachdem, wann man kommt. Und was natürlich immer frisch gebacken wird, ist das Baguette für 1 Euro das Stück im Moment. Ja, Baguette kann auch nicht fehlen in Frankreich. Das heißt, da vorne ist der öffentliche Strand. Der ist nämlich sehr berühmt, wenn man sich ein bisschen auskennt. Cap d'Arc, einfach mal googeln. Und ihr seid direkt praktisch an der Grenze zu Cap d'Arc, oder? Ja, wir sind Marseillan Plage West. Und somit ist der Campingplatz bei uns der letzte Campingplatz, der zu Marseillan Plage gehört. Nach ein paar Meter würde dann der Strand vom Cap d'Arc anfangen. Ja, und hier sieht man es. Das ist so die erste Reihe und die zweite Reihe. Und die haben dann tatsächlich Meerblick. Das heißt, das wahrscheinlich schönste Haus ist da vorne, oder? Ja, die ganze erste Reihe ist sehr schön. Das heißt, die haben alle voll den Meerblick direkt von dem Haus, von der Hausterrasse aufs Meer. Ja, das Wasser ist komplett türkisfarben, also fast wie in der Karibik. Da warst du auch noch nicht, oder? In der Karibik war ich auch noch nicht, nee. Das sagt die Sophie. Meine Frage, warum sprichst du so gut Deutsch? Du sprichst perfekt Französisch, richtig? Oder fast? Ich würde sagen, ich kann besser Französisch als Deutsch. Bei Deutsch, ja, so ein paar Wörter sind jetzt ein bisschen falsch, aber ich glaube, das stört nicht. Ja, dann gehen wir gleich mal in die erste Reihe rein, denn das Ganze mal zu zeigen. Hier vorne ist denn die Düne, das heißt, hier hat man dann entsprechend die Befestigung und dahinter sind schon direkt die Häuser. Es geht kaum schöner, ne? Es geht nicht mehr schöner. Also die erste Reihe ist bei uns der
Das ist der Grund, warum viele Gäste überhaupt zu uns kommen. Da ist er, der Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee. Ja, wir sind nicht ganz am Bodensee, sondern wenige Fahrminuten weg. Und hier ist die Heidrun. Ich grüße dich, Heidrun. Ja, servus, wenn aus dem Saarland. Freut mich sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt in den Süden. Ja, ihr seid in Bayern so hart an der Grenze zu Baden-Württemberg, stimmt das? Also wenn du in Bayern fragst, sind wir natürlich die Preußen, aber wir legen da Wert drauf. Lindau liegt in Bayern. Das ist so, ihr habt ein Schild drin, wo drin steht, wir sind übrigens in Bayern, steht da, ja, dass die Leute das auch genau wissen. Aber es ist nicht weit weg, Baden-Württemberg, oder? Nein, wir sind hier 10 Kilometer nach Baden-Württemberg, 10 Kilometer nach Österreich. Also wir sind das kleine Viertelchen Bayern und halten die Fahne hoch. Sehr schön. Ich zeige das mal gerade so ein bisschen. Es sieht so ein bisschen bayerisch aus. Ja, es sind Blockstammhütten, die ihr gebaut habt, direkt am Eingang. Man kann ja nicht sagen, dass das hier einfach nur ein Campingplatz ist, oder? Nein. Also wir sind, ich hoffe, doch ein Campingresort. Und für alle Camping-Heroes und Outdoor-Romantiker die richtige Ausgangsposition, um hier den Bodensee zu erkunden. Ja, es gibt auch eine entsprechende Animation. Da vorne ist eine Bühne, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich habe sie heute Morgen schon gehört. Es geht los um 10 Uhr, gell? Genau, wir haben in der Früh jetzt neuerdings, nennen wir es unseren Gute-Laune-Start, kontaktlos in den Tag. Der findet allerdings jetzt nicht mehr auf der Bühne statt, weil die Versammlungen sind ja schwierig und wir machen das alles im Freien auf der großen Wiese.
dass die Leute einfach auch den Abstand einhalten können und trotzdem ein bisschen Spaß haben. Ihr habt unglaublich investiert. Das Ganze sieht nagelneu aus. So ein Spielplatz, der kostet richtig Geld, wenn er ordentlich gemacht wird. Denn er muss ja auch funktionieren und halten, oder? Der Spielplatz ist nicht nagelneu, aber gut gepflegt, wie man anscheinend sieht. Nee, er sieht wirklich aus wie neu. Nein, wir haben den Platz, der gibt's ja schon 60 Jahre. Und wir haben seit 1995 bin ich hier. Wir haben Jahr für Jahr immer wieder was Neues gemacht, immer wieder für die Leute gehofft, was Neues zu finden. Und dann auch so ein bisschen nach und nach alles renoviert. Also hier ist auch unser Treff hier in der Früh, wo die Kinder dann so ein bisschen bespaßt werden. Aber auch in den Herbstzeiten und im Frühling natürlich auch die Camper 55 plus. Und wie gesagt, alle Campinghelden sind willkommen. Ja, hier vorne steht ein ganz großer, den du auch kennst, oder? Nein, ich habe den schon beim Reinfahren gesehen. Also wir haben ja sehr viele Gäste, auch mit großen Fahrzeugen, weil die eben wissen, dass sie bei uns gut unterkommen, bis zu 15 Meter Länge. Und der braune Elch hier, der ist aber auch was Besonderes. Und den habe ich schon beim Einfahren gefragt. Der ist von Seligweiler, Ulm. Der ist von wo? Der ist von Seligweiler. Von Seligweiler. Das liegt wo ungefähr? Das liegt hinter Ulm. Das ist eine Autobahnraststätte. Ja, der ist toll, der ist braun, der ist selbst gebaut? Der ist gemacht worden, ja. Okay, das ist kein Problem, er passt hier rein. Ja, wir selbst stehen ja auch mit unserem Senderfahrzeug dort hinten. Wir kamen ganz spontan, haben gesagt, ob wir mal drehen können. Da habt ihr uns mal in die Mitte reingestellt. Ich habe gesagt, vielen Dank, das ist toll. So einen kleinen Spontanplatz haben wir da eingerichtet. Aber es hat funktioniert, das heißt, ihr findet oft eine Lösung. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Ja, ich bin außerordentlich zufrieden, die Leute sind nett. Ja. Ja, das Bier hier, das habt ihr auch. Ich nehme an, ist das lokale Bier? Ja, natürlich. Wir haben Meckerzer hier. Wir haben Lindauer Hell. Schau mal, die Grünen. Schau mal. Genau. Das ist alles natürlich aus der Region. Und das Paulaner haben wir natürlich auch noch. Aber der Italiener hat sich das geschnappt. Und wir Einheimische nehmen auch das einheimische Bier. Der Pfänder, da war ich auch schon drauf. Man hat einen ganz tollen Blick da. Auf jeden Fall mal hingehen, oder? Wenn man hier ist. Mit der Pfänderbahn hochfahren, das ist der schönste Blick über den Bodensee an dem ganzen Gebiet hier, finde ich. Ja, habt ein richtiges Schwimmbad. Das, was viele Gemeinden dann scheuen, aufgrund der Kosten, habt ihr euch, ist überhaupt nicht so einfach, so ein Schwimmbad zu haben. Ja, Auflagen, Hygiene. Ja, das Schwimmbad haben wir schon sehr lange. Das hat die Familie Lindstedt, unsere Vorbesitzer, schon in den 70er Jahren gebaut. Und wir haben aber ein BHKW, ein Blockheizkraftwerk im Keller, um das auch schön zu beheizen. Das ist schön warm. Ja, also richtig erfrischend, aber nicht zu kalt. Hier ist unser Maskottchen Fani, ja. Auch als Dusche. Stark, wie im Europapark. Ein Maskottchen habt ihr auch? Ja, klar. Wir hatten nur allerdings gerade Pause. Also wenn du, nur aufpassen. Ja. Schau mal. Da ist die Dusche, das heißt, aus den Armen kommt das Wasser raus. Ja. Und wir haben hier hinten noch für die älteren Kinder, jetzt schicke ich hier wieder rum. Ja. Und vorne kann man dann die Zähne putzen. Okay. Und die Babys werden natürlich auch noch versorgt. Ah, ich sehe es schon. Das heißt, die Waschbecken, die sind auch entsprechend niedrig, dass die Kleinen auch wirklich putzen können. Ja, und hier oben gibt es einen Thron noch zum Setzen und Zähne putzen. Der andere Thron ist hier hinter der kleinen Tür versteckt. Sag mal, dass mal reingucken kann. Links. Warte mal. Guck mal kurz drauf. Ah, der ist auch entsprechend klein wie in der Kita, ja. Gell? So. Ja, aber die Kinder gehen jetzt zu Hause auch auf eine normale Toilette, wenn sie dann hier sind, zum schnell hinspringen. Ja, ihr seid nett und nahbar. Du selbst, du bist auch eine, ich sag mal, ganz, ganz starke Frau, habe ich das Gefühl, oder? Das heißt, hier so einen Laden zu leiten, da muss man auch schon mal sagen, wo es lang geht, oder? Also zurzeit hänge ich auch ein bisschen nieder, ja. mit den ganzen Auflagen. Aber ich sag mal, es motiviert natürlich, wenn die Gäste zufrieden sind. Und wenn man so ein bisschen Feedback kriegt, dass es bei uns schön ist, das bringt einen schon leichter durch den Tag. Ja, wenn hier das Licht so ein bisschen durchscheint, ich hoffe, ihr könnt es sehen auf der Kamera. Und hier vorne sind die Fische drin. Ja, hier könnte man glatt mal so eine halbe Stunde verweilen. Guck mal, der da. Der ist doch hübsch. Einfach mal entspannen, mal entschleunigen. Und das wollen wir den Leuten hier auch ein bisschen bieten. Die können Spaß haben, dann gehen sie bitte vorne an den Elefanten, an unsere Aktivitäten. Und wenn man seine Ruhe haben möchte, dann zieht man sich zurück auf den Platz oder eben mal auf unsere Uferpromenade am Gitzenweiler Hof
Und dann ist schon wieder Urlaub und Auszeit. Hier vorne ist noch ein Insektenhotel. Die habt ihr gebaut. So, aber das Schöne ist, es würde noch viel weiter gehen. Ja. Das heißt, ihr habt oben sogar einen kleinen Berg. Da wohnen auch noch Leute. Ja, und auf der linken Seite haben wir noch unseren Bio-Schaugarten. Ja. Und wir können mal Richtung Naturspielplatz gehen. Den würde ich gerne mal sehen. So, ich zeig mal kurz den Eingang. Da habt ihr euch schon Mühe gegeben. Da sind Buchstaben drauf aus Holz. Das haben natürlich die Kinder bemalt. Mit den Eltern zusammen haben wir da einen Workshop gemacht. Und haben auch eine wunderbare Schlange. Hat jeder seinen Teil beigetragen. Und heute noch kommen die Kinder und schauen, ob ihr Teilchen von der Schlange noch da ist. Ne? Achso, die haben das zusammen gebastelt? Die haben das zusammen gebastelt. Wir haben es dann aufgefädelt und hier dekoriert. Ich zeig's mal ganz kurz. Die Schlange geht bis oben hin. Da sind schon Spinnenweben dran. Das heißt, hier ist wirklich Natur. Ein Teil vom Holz ist schon verwittert. Das soll auch so sein. Ja. Das soll auch so sein. Das lassen wir extra so ohne chemische Zusätze. Dass das auch Natur ist, dass man das auch spürt. Das Wichtige ist ja auch, dass man den Unterschied spürt, auch bei unserem Waldxylophon. Das haben wir ja auch gemeinsam gemacht. Das schaut so unspektakulär aus. Ich zeig mal gerade ein kleines Detail. Ihr habt hier vorne überall, habt ihr ja im Prinzip die Pavillons, wo man auch mal hier ein Picknick machen kann. Ja, einfach Ruheinseln und auch mal, dass man zusammensitzen kann mit der Familie. Die Kinder können spielen, die Eltern können sich hinsetzen, man kann zwischendurch was essen. Auch mal ein bisschen Kommunikation, weil die besten Tipps bekommt man ja vom Nachbarn. Das ist ja das Tolle beim Campen, dass du dann einfach mal den Nachbarn fragst, und was habt ihr denn so gemacht? Und dann erzählt ihr dir, es gibt in Scheidegg Wasserfälle. Wow, das hier sieht gut aus. Ihr habt die schön verkleidet. Das sind unsere Varias. Die sind nicht so verkleidet, die sind aus Holz gebaut. Die sind so. Und da haben wir eine kleine Glamping-Ecke sozusagen. Du hast also ein Varia, wo mit Badezimmer, mit allem, wie ein kleines freistehendes Haus im Grünen, mit einer Terrasse vorne dran. Und das ist dann für die Einsteiger sozusagen, die Camping-Neulinge, die mal Campingluft schnuppern möchten. Warte, ich zeig's mal. Diesen Flair haben möchten, aber eben doch sagen, oh, jetzt gucken wir erstmal, ob das mir taugt. Schau mal, die Dame ist, glaube ich, das erste Mal da. Die ist das erste Mal da. Hallo. So, sie schließt auf. Ja, ist schon schön hier. Das heißt, wenn man das Ganze sieht hier mit allen drum und dran. Hallo. Einen Platz habt ihr in der Mitte hier und das Schöne ist, die Häuser, die haben alle nicht irgendwelche Ziffern oder Nummern, sondern hier ist zum Beispiel der Schmetterling, dass die Kleinen sich auch, ich sag mal, auf jeden Fall zurechtfinden. Das ist für die Alten auch ganz gut. Also ich merke mir Bilder auch einfacher als Zahlen, ne? Thank you.
Ich bin schon total aufgeregt. Ja, der 5-Sterne-Platz Union Lido, einer der größten Plätze der Welt, so kann man sagen, der zweitgrößte Europas. Ja, hier ist Patricia. Ich grüße dich herzlich, Patricia. Du bist hier COO. Du kümmerst dich um die Abwicklung von vielen Dingen und du sprichst sehr gut Deutsch. Hallo. No, ich spreche nicht gut Deutsch, aber es geht. Okay, ja, wir sind in unserem schönen Campingplatz. Das ist ein 60 Hektar Campingplatz. 60 Hektar? Ja, 60 Hektar ist ein kleiner Ort, wo ganz alle ist. Es braucht nicht ausgehen, weil es ist relativ alle dabei. Ja, man sieht das hier, ihr seid direkt am Meer. Ihr seid in der Bucht von Venedig. Wunderschön. Euch gibt es schon sehr lange. Ja, es ist sehr lange, aber eine wunderschöne Sorte, weil nicht so relativ weit von Venedig. Wir brauchen nur ein Schiff und in 40 Minuten erreichen wir Venedig Platz und San Marco. Und auch eine schöne Strand für einen Kilometer. Die, ich sag mal, Historie von eurem Platz, den gibt es schon sehr lange. Man sieht das hier, 1955 hat alles begonnen? Nein, Union Lido ist ja in 1955 geboren. Es war das erste Platz für die Ferien, für die Mitarbeiter von NSU. Und die beiden Familien, Makula und Vok, haben diese schöne Platz entdeckt und jetzt ist dieser schöne Campingplatz geworden. Ihr habt unglaublich viele Blumen und Pflanzen. Das heißt, wie viele Gärtner habt ihr hier, die sich nur um Garten kümmern und Pflanzen? Oh, so viele Gärtner, aber vielleicht 40.000 die verschiedenen Blumen. 40.000? Ja, 14.000 und 15 verschiedene Pflanzen wie diese schönen Bäume. Aber auch für die Kinder ist ein schönes Paradies. Weil viele Spielhalle, Spielground und Vergnügen ist alle für Kinder dabei. Ja, man muss sagen, im Moment ist der Park ist voll, aber trotzdem, man sieht hier keine riesigen Menschenmassen. Das heißt, das Ganze verläuft sich sehr. Man hat gar nicht das Gefühl, dass er so groß ist. Also wenn man das hier sieht, ich schaue mal durch. Bis ganz da hinten geht es durch. Man kann es kaum das Ende sehen. Und das Gleiche nochmal hier auf der Seite, ja. Das heißt, du hast einen unglaublich großen Park, oder? Natürlich, weil wir haben zwei Aquaparks. Einmal ist bis 11.000 Quadratmeter, wo bis 1.000 Menschen in derselben Zeit haben. Dann die zweite ist kleinere und auch eine schöne Strand für einen Kilometer. So auch die Leute haben viel Platz für eigene Familie und wo die Masse ist, wie schon gesagt, ist nicht ein Problem. Ja, wenn man hierher kommt, Diät oder Abnehmen kann man machen, aber wir sind ja schließlich in Bella Italia und wenn ich das Ganze hier mal sehe, alles ist ganz hervorragend. Das heißt also auch das Essen, die Speisen und so weiter, wirklich first class. Ja, wir haben insgesamt 9 Restauranten und 15 Bar, wo auch alle Besitzer ist miteinander für unsere große Familie. Uno Lido ist eine große Familie. Auch wo sehr gute Eis, Pizza natürlich essen. Und frischer Fisch. Ja, auch heute Morgen war auch frischer Fisch. Und für 3-mal pro Woche haben wir auch die Verkäufer für frische Fisch. Und hier im Supermarkt, eine von den 3, sind alle ganz dabei. Ich habe schon gehört, die Preise sind absolut zivil. Das heißt, also ihr seid nicht teurer als in der Stadt. Ja, nein, no, no. Ist zivil natürlich, weil warum nicht? Auch ein Kaffee kostet 1 Euro für eine Tasse Kaffeetasse, 1,10 Euro für einen Kaffee und das ist eine gute Size. Ein Kugel kostet 1,60 Euro, aber es ist eine riesige Kugel. Ja. Gerade hier vorne, also wie man das kennt.
Und überall habt ihr Plätze. Das heißt also, wenn man essen geht, die Kinder haben immer Spaß, oder? Immer Spaß, ja. Hier ist dabei auch Animationsteam, wo auch Animationsbüro zu etwas reservieren, weil jetzt gegen Covid haben wir alle Aktivitäten nur zu reservieren, weil natürlich so muss es sein. Und hier ist bequem, weil nicht es der zentrale Bereich ist. Und dann die Kinder haben einen großen Park zur Verfügung. Komm, wir gehen mal kurz zum Strand, denn das Wasser ist richtig schön warm. Es ist noch wärmer geworden in den letzten Tagen, oder? Ja, natürlich. Jetzt ist 27 Grad. 27 Grad? Ja, heute ist 27 Grad. Morgen mit der Sonne vielleicht schon 27,5. Aber es ist so warm, man kann die ganze Zeit drin bleiben. Die Kinder spielen vorne. Eine ganz starke Besonderheit bei euch ist, ihr habt viel Abstand, der Strand ist wirklich sehr groß. Das heißt also, das, was man kennt, ein Handtuch neben dem anderen und so weiter, das gibt es hier gar nicht. Wenn ich hier mal drauf schaue, hier vorne habe ich einen Bereich, hier habe ich so viel Platz und im Moment ist alles voll, muss man sagen. Genau. Das ist unglaublich. Wie habt ihr das gemacht, dass das so gut klappt? Ja, weil es möglich ist, oder einen privaten Liegestrand haben oder selbst die Liegen nehmen oder auch mit einem Tisch. Natürlich ist ganz frei. Aber so groß, wo auch alle Notwendigkeiten möglich sind. Patricia e Patricia. Patricia e Patricia, sì. Ich zeig das mal gerade, sie wird jetzt mal bedienen. Du machst hier Cocktails? Cocktails auch? Ja, machen. Ehrlich? Ja. Zeig mal bitte, haben. Sex on the Beach, Mojito, Pina Colada, Cuba Libre, machen. Und früher seid ihr mit diesen Wagen, die habt ihr gezogen und heute fährst du mit den Autos hier durch, ja? Ist das toll? Ich spreche Deutsch, aber nicht so gut. Wenn du ihr mal sagst, sie fährt mittlerweile mit einem Auto durch. Früher, ich nehme an, in den 50er Jahren, da haben die noch die Karren gefahren, oder? Ja, genau. Wie lange schon? Quanto tempo, Patricia, sei qui? Da quanto tempo, Patricia, hai? 20 Jahre. 20 Jahre. Für Patricia. Stark. Ja. Und hier vorne sieht man alles, was sie hat. Sie hat Fragola, Lampone. Ist das so, wenn die Leute aus Deutschland hierher kommen, die können ein bisschen Italienisch? Allora, Fragola ist Erdbeer. Und Fragola ist Erdbeer. Lampone, Waldbeer, Himbeer, die dann, was ist, Melone, natürlich, Minze. Ja, sind die drei, die drei Sprachen dabei. So, ihr habt ganz, ganz viele, man sagt in Frankreich, Toboggan. Taboga, sí. Taboga heißt es hier. Aber hier ist ganz ungefähr ganz Neues. Hat nur 3 Jahre diese Taboga da. Und die ersten Rutschen sind schon 2014. Die ist riesengroß, die Rutsche. Guck mal draußen. Ist auch ziemlich hoch, ciao, oder? Ciao. Sì. Certo. So, und hier vorne ist das Wasserparadies für die Kleinen. Das darf auch nicht fehlen. Hier ist auch nochmal eine Rutsche. So, und das hier ist die Rutsche für die Kleinen, oder? Sì. Die sind für die Kleineren. Hallo, Junge. Ciao. Die sind für die Jüngeren und dort auch für die Erwachsenen. Sind bis 140 und 41 Meter. Wow. So, das hier ist der Dogpool. Genau. Echt, ihr habt einen Dogpool? Ja, Dogpool. Okay, das heißt, hier darf der Hund mit rein? Ja, auch schwimmen. Wo? Dort ein Hund. Wo? Spiel. Dorthin ist okay. Nur für die Hunde. Ach, da drin ist nur für die Hunde. Warte, ich zeig das mal gerade, dass man das mal sieht. Da vorne ist ein Dog Steward, der da ist. Der hier da ist. Das ist ja stark. Ihr habt den eigenen Swimmingpool nur für Hunde. Sehr. Nur für Junge. Hunde
Und ihr steht nur, nicht nur Bademeister, sondern auch eine Trainer für die Schwimmen. Doc Stewart. Ich zeige ihn mal ganz kurz. Ja, du bist ein braun gebrannter Italiener, du sprichst kein Deutsch, oder? Papala te desca? English, very good. English. Well, what is your job here? What do you like most? What I like most? Yeah. My job. Yeah, of course, but with the dogs, what can you do here? We make sure dogs are safe, mm-hmm. and we help customers when dogs have problems. If they don't know how to swim, we can teach them how to teach the dog how to swim. We hug a lot of dogs. Okay. That's the best part of my job. Definitely. Very good. Your first name? David. David, thank yes. you so much. Ciao. Ciao, ciao. Da sieht man jetzt, das ist das Café. Das ist nicht nur Café, sondern auch Restaurant und Pizzeria. Pizzeria habt ihr auch hier. Alles frisch. Die Pizza. Das heißt nichts Convenience oder irgendwas? Alle Espresso. Mhm. Genau. So, da vorne ist der Pizzaofen. Buongiorno.31. Juli 2021, der größte Campingplatz Europas, so glaube ich zumindest, ist Marina di Venezia. Und der Max ist hier und Max ist so der Client Manager, der kümmert sich so ein bisschen um die Kundenbeziehungen. Zum Beispiel kümmerte sich gerade so ein kleines bisschen um die Giada. Grüß dich, Giada. Hallo. Geht's dir gut? Alles Gute, alles Gute. Ja, du bist hier direkt am Eingang. Ihr habt viel zu tun im Moment, oder? Ja, wir haben viel zu tun, aber ist alles organisiert mit den Kollegen. Ja, es ging super schnell. Ich grüße dich herzlich. Stell dich mal kurz vor, bitte. Ja, hallo. Ich bin Massimo Battaglio. Bin Client Manager hier im Camping Marina di Venezia und bin 47 Jahre alt oder jung. Und komme aus Südtirol und mittlerweile eigentlich seit 15 Jahren arbeite ich hier schon im Campingplatz. Zeig's mal, ich habe eben schon gesagt, ja, habt ihr denn kein Schild hier? Nein, ihr seid ganz dezent. Hier ist Marina di Venezia. Das ist einer der schönsten Plätze. Wir sind eben reingefahren, ich bin noch nicht drüber gefahren. Er ist riesengroß, aber er ist ganz natürlich angelegt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also Marina di Venezia ist 80 Hektar groß. Wir haben ein
eine Beachfront von 1 Kilometer, 200 Metern und haben ein Fassungsvermögen von bis zu 12.000 Personen. So, das hier ist das Entree, das heißt, wenn die Leute reinkommen, der erste Eindruck zählt ja. Ihr habt euch unglaublich viel Mühe gemacht, die ganzen Nationen, die es hier gibt, ja. Ihr habt relativ viele Deutschsprechende, aber auch ansonsten, ihr habt Leute aus, ich sag mal, den Norden Europas, ihr habt von überall, ganz viel Italiener auch. Ja, also der Campingplatz ist natürlich international, aber wir haben von Italien ist so unser Hauptland, aber da erreichen wir nur so die 15% unserer Gäste kommen aus Italien. Der restliche Teil, also ein Großteil kommt aus Deutschland, dann sehr viele aus Schweiz, Österreich, Dänemark, Holland. Dann in anderen Jahren hatten wir auch viele Dänen da und auch sehr viele Gäste aus England. Aber in diesem Jahr ist das ein bisschen zu kurz gekommen. Wir müssen uns das mal angucken. Okay. Das ist ja der Hammer. Was ist das denn? Ja, also das sind unsere Marina Lodge. Das sind diese Mietunterkünfte, die ihr eigenes Whirlpool da hinten im Eck haben und eine eigene Außendusche. Und das ist, sagen wir, unsere oberste Qualität. Man hat viel Platz, viel Grünbereich. Direkt am Meer. Direkt am Meer, ja. Das ist der Hammer. Ist das denn auch bezahlbar in der Hauptsaison oder geht's? Oder ist ja. Das wie First Class, so ein bisschen Hotel? Sagen wir so, es ist schon eine höhere Klasse, ja, aber die sind ausgebucht vom Anfang der Saison eigentlich bis zum Ende. Also scheint Preis und Leistung zu stimmen, sonst würden es die Leute ja nicht buchen. Wie viele Leute passen denn da rein in die Größen? Also in diesen passen bis zu 5 Personen rein. Guck dir das mal an. Du kannst am Meer sitzen, kannst deinen Cocktail genießen. Ihr habt aber kein System mit so einer Chipkarte, dass ich kein Geld mitnehmen muss. Hier wird immer sofort kassiert, oder? Ja, also bei uns wird, also die Chipkarte ist momentan nicht so ein System, das wir eigentlich einführen wollen. Ja, da wird sofort kassiert, damit der Gast auch... Ich finde das okay, da habe ich die Kosten im Überblick und die Kinder, die kommen nicht nach Hause mit einer Rechnung von 1.000 Euro. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also man hat die Kosten im Überblick und natürlich, das macht's aus. Und wie du hier siehst, also wir haben, das war eine Strandbar, wir haben insgesamt 3 Strandbars auf unserer Beachfront und dann auch ein Strandrestaurant. Das siehst du da drüben auf der linken Seite. Kurzer Check, was kostet hier ein Corona extra? Das werden wir gleich mal rauskriegen. Hier gibt's Chips, hier gibt's Lollis, ganz wichtig. Ihr habt Cocktails mit dabei, das darf ja auch nicht fehlen. Du, also auch am Strand muss man so ein bisschen alles anbieten, was ein Gast haben möchte. Vom Eis bis Bier bis Cocktails. Ja, natürlich eine Granita hier ist natürlich gut. I'm from Norway, so. Ah, you are from Norway? Yeah. Okay. Is it warm here compared to Norway? Yeah, it's very warm here for compared to Norway, because in Norway it have about 20, 21 degrees. Okay. And sun, rain. So, there is a slight wind always here, so it doesn't feel so warm. Yeah, it's always a cold wind here and it's very beautiful. So the way from Norway to here, how many hours did you ride? 26 hours. 26 hours. That's a lot, a long way. Yeah. We're gonna go home tomorrow, so. Okay. but you don't drive this way in one way. No, we have my girlfriend is from Stuttgart, so we go there first and then we go. Okay. Okay. Sie ist vollkommen wichtig. Du sprichst auch Deutsch? Nur ein bisschen. Mein Englisch ist besser. Okay, kein Problem. Deutsch. Very good. What is the most wanted item here? I think the Magnums are the most wanted ice cream. Yeah. With the Magnum Mandelay, it's our best selling ice cream. Okay. And then for the children, of course, we've got the Schatzkiste ice. This is the number one. Die Schatzkiste ice. Yeah, Schatzkiste ice, world famous treasure chest ice, and also the beers. They sell a lot. They sell very well. Which one is the most sold? I believe the Corona is the most sold, and between the Italian beers, the Moretti. The Moretti. Yes, it's the most sold Italian beer for us. And your name? My name is Anna. Anna, and where are you from? Here, from? I'm from here. Yes, from here near Venice, from Cavallino. And this is your. My co-worker. Yes, Jacopo. Ja, da ist das Restaurant. Das ist ein Strandrestaurant, aber ihr habt viele Restaurants, oder? Ja, also im Campingplatz haben wir 5 Restaurants und dann haben wir so 8 Bars auch noch.
Acht Bars. Hier sitzt man natürlich wunderschön hier vorne. Kann das genießen. Ihr habt überall natürlich Beschattungen. Boah, das ist ja ein genialer Kühlschrank. Allein der sieht aus wie ein iPhone so ein bisschen. Ja, also vom Design her schon sehr, sehr besonders. Und es gibt hier auch ganz besondere Weine. Deswegen, das ist schon auch ein Restaurant von einer etwas gehobenen Qualität. Ja, untertags wird hier praktisch, sieht es aus als Snackbar und so weiter. Aber dann am Abend, wie durch einen Zauber, verwandelt sich das Ganze und wird zu einem Beach-Restaurant. Romantisch. Romantisch, Candlelight-Dinner und so weiter, kann man alles machen. Ich halte mal gerade ein bisschen hoch, hier sieht man, dass es. Ihr seid auch familienfreundlich, was die Preise angeht. Das heißt, ihr habt verschiedene Abstufungen. Kann ich hier auch günstig mal essen zwischendurch, wenn ich mal sage, es sollen mal Fritten sein und Hamburger? Gibt's sowas? Ja, das kann man eigentlich auf jeden Fall. Ja, wir haben auch in unseren zwei Supermärkten haben wir die Möglichkeit, dass es dort eben das Takeaway nimmt. Oder auch hier, wenn wir nicht Restaurant machen, kann man sich einen Burger oder ein Kindermenü nehmen mit Pommes und Hamburger. Ja, und man muss auf so einem großen Campingplatz, wo eben so viele Gäste aus den verschiedensten Regionen Europas da sind, muss man auch verschiedene Sachen anbieten. Ja, hier zum Beispiel haben wir eine typische Bruschetta. Ja, Bruschetta mit ein bisschen Tomaten und Mozzarella. Da wird Kaffee. Ja, ihr habt ganz viel Grün hier, das muss ja auch gepflegt werden. Gärtner wahrscheinlich überall rumlaufen. Ja. Der Wasserverbrauch, wie macht ihr das mit dem Wasser? Ich meine, hier muss entsprechend auch viel zugeführt werden, Wasser an die Pflanzen. Ja, also der Wasserkonsum hier im Campingplatz ist natürlich enorm. Ja, einerseits von den Schwimmbecken, andererseits aber auch von den ganzen Hecken, die wir haben. Die müssen ja irgendwie mit so einem System gepflegt werden. Und da sieht man, es sind so praktisch so Rohre, die haben ein kleines Löchchen, damit nicht das Wasser strömend rauskommt, sondern einfach so hält. Ja, wir nennen es Ala Gocciolante. Wow, es ist viel kühler hier. Hier ist aber keine Klimaanlage, das ist nur der Schatten, oder, den man spürt? Es ist der Schatten. Wir sind ja im Schatten von diesen großen Bienenbäumen. Und natürlich, hier sind wir direkt im Zentrum von, also nicht vom Campingplatz, aber von dieser Strandpromenade, wo die Luft immer raufkommt. Und das Tolle eben von dieser Gegend ist, es ist luftig, es ist ein bisschen frisch unter diesen Bienenbäumen, sehr angenehm. Ja, die Leute sind ja hier im Urlaub, die möchten sich ja ganz gezielt bedient oder die möchten bedient werden, die möchten auch mal ins Restaurant gehen. Habt ihr auch Massagen und Wellness? Im Moment nicht, glaube ich, oder? Nee, also da haben wir nicht so ein großes Angebot zurzeit. Wir haben zwar einen Damen- und Herrenfriseur und die auch so ein bisschen Massagen anbieten, aber so ein richtiges Wellnesszentrum haben wir noch nicht. So, du weißt, warum ich hier reingehe? Willst du einkaufen? Nein, ist schon kühl. Dass die Kamera ein bisschen runterkommt, dass man das sieht. Denn ganz, ganz viele Leute machen sich ja Gedanken, kann ich einkaufen? Also wenn du hier in Corona für 1,89, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Das ist in Deutschland teurer. Echt? Ja, echt. Ah, okay, wusste ich nicht. Ein Desperado für 1,89, also und das noch gekühlt, das kannst du hier mitnehmen. Dann, also was mir auffällt, ihr seid unglaublich preiswürdig. Ja? Also wenn du hier siehst, zum Beispiel Jack Daniels, auch 2,69, da sagst du, okay. Ehrlich, das ist okay. Du, also die Preise, klar, wir sind im Campingplatz, aber das bedeutet nicht, dass die Gäste wesentlich mehr bezahlen müssen als zu Hause oder außerhalb von der Gegend. Also hier in der Gegend, wir versuchen eigentlich immer die Preise etwa gleich zu halten, weil auch der Gast, wenn er hierher kommt und etwas braucht, dann muss er sich nicht irgendwie ausgebeutet fühlen, sondern die Preise müssen stimmen. So, es geht los. Du kennst dich aus, der Bucket wird gleich umfallen. So langsam, wenn man sieht, dass sich das obere Ende ein bisschen nach vorne neigt, dann merkt man eben, dann wird das bald kommen. Und die Aufregung auch von den Kids, die steigt natürlich. Und ich denke mal, so in ein paar Sekunden wird sich das total umkippen. Ja. So, es kann sich nur um wenige Sekunden handeln. Es kommt. Wahnsinn! Jetzt muss man sagen, das ist relativ neu, aber ihr habt es so oder so ähnlich, habt ihr es früher auch schon gehabt, oder? Als alles begann. Nee, also wir haben im Grunde genommen bis 2008 hatten wir eigentlich nur zwei Schwimmbecken.
das olympische Schwimmbecken und ein kleines Kinderschwimmbecken. Aber dann haben wir den Aquapark zu unserem 50-jährigen Jubiläum eben erweitert mit dieser Lagune, speziell für Kinder. Die ist nur 60 cm tief, da haben wir drei Rutschen. Dann weiter drüben, wo Aquamarina Park steht, das ist ein Wellenschwimmbad. Und dann haben wir ein Wellenschwimmbad? Ein Wellenschwimmbad, ja. So, und das ist wann an? Alle 15 Minuten? Oder? Nee, also so oft machen wir das nicht. Es wird jede Stunde, einmal in der Stunde wird das eben, läuft das. Und dann haben wir ganz auf der anderen Seite haben wir noch so einen Relax-Bereich mit Liegen, wo man sich im Wasser liegen kann. Dann Whirlpools ganz oben und ganz, ganz hinten im rechten Eck, da ist der Toboggan. Ja, da kann man auf Reifen, Einzelreifen oder zu zweit runterrutschen und dann hat man eben davor noch drei Rutschen. So, und das ist ja der Hammer hier. Ja, also hier haben wir verschiedene Rutschen. Ja, hier gibt es die Rutschen, also die gelbe ist die schnelle Rutsche und dann gibt es so zwei andere Rutschen. Ja. Und dann diese Plattform, die ist 6 Meter hoch, ja, aber dann gibt es die andere Plattform, die dahinter steht, die ist 12 Meter hoch und dort rutscht man eben mit Reifen runter. So, ich sehe da oben, da ist auch noch ein Bereich, was ist da oben drauf, ganz hinten? Da oben, da haben wir so einen Fitnessbereich, ja, denn auch im Urlaub will man sich ja fit halten, ja. Jetzt war überrascht. Ja. Genau, wenn du immer kurz fragst, wann er morgens anfängt. Also der mit Ciao. Posso chiederti, quando è che inizi la mattina? Allora, la mattina può cambiare. Posso iniziare o alle 9 o alle 9 e mezza, in base ai vari turni. Oppure possiamo iniziare anche alle 7 se dobbiamo fare pulizie. Also, es gibt verschiedene Turnusse, je nachdem, welchen Dienst er machen muss. Wenn er sehr früh beginnt, also um 7 oder 7:30, dann geht es darum, weil er die Aufgabe hat, auch die Pools zu reinigen. Okay. Ja. Oder sonst eben ab 9 oder 9:30. Prima. Also, das ist ein Restaurant. Hier kann man, also es ist ein sehr großes Restaurant, wie du sehen kannst. Kompliment, trotzdem sieht es nicht aus wie in der Kantine. Du, die haben hier 600 Plätze und es ist auf verschiedenen Ebenen eingestuft. Ja, es gibt einen Innenbereich, dann hier vorne und da vorne. Und natürlich das Besondere hier hat man einen direkten Blick auf die Showbühne, wo das Animationsteam abends immer ein Show-Event macht. Babydance war vorhin ein Begriff, wird jeden Abend hier an der Showbühne gemacht. Und hier sind natürlich die Spezialitäten, alles was mit Pizza, Pasta zu tun hat. Aber man kann auch leckere Fleischgerichte haben. Kann ich einen Tisch reservieren? Geht das? Also in diesem Restaurant kann man einen Tisch reservieren, wenn man vor 7 Uhr essen geht. Ja, wenn man hingegen später geht, dann muss man das eben spontan machen. Kommt rein. So, wir machen mal einen ganz kurzen Blick in die Küche. Wir haben das nicht angekündigt, aber ihr habt ja viele Kontrollen. Italien gehört zu dem Land, wo am meisten kontrolliert wird. Die kommen gemeinerweise unangekündigt. Ja, also das ist auch wichtig so. Ja, wenn es angekündigt wäre, da würde man sich irgendwie vorbereiten. Aber ich sag hier, wir selbst im Campingplatz machen eigentlich Kontrollen bei unseren Pächtern von den einzelnen Restaurants und so. Und das ist auch wichtig. Ja, wir sind qualitätszertifiziert und für uns ist wichtig, dass hier eigentlich die Qualität stimmt und der Service muss auch zu 100% sein. Das ist der Hit. Ja, das ist die Fischerei. Wir haben eine eigene Fischerei am Campingplatz. Nee. Natürlich. Mit Boot oder wie funktioniert das? Die fangen das frisch? Also die kaufen das jeden Morgen, ja, frisch. Also. Und hier hat man die Möglichkeit, frischen Fisch zu kaufen. Oder man kann hier auch aus der Gastronomie einen Fisch mitnehmen. Wow. Zubereiteten Fisch. Das heißt, ich kann denn zu Hause im Wohnwagen, kann ich denn frischen Fisch aus Italien genießen? Natürlich, sehr gerne. Und wenn du willst, auch wenn du beim Spazierengehen diesen Corno Fritto Misto, das ist eben frittierter Fisch, oder sonst machen sie auch Fischburger.
Vorarlberg, einer der schönsten Campingplätze der Welt. 5 Sterne Alpencamping in Nenzing. Da sind wir jetzt gerade mit jemand, der das Ganze mit aufgebaut hat, mit seinem Bruder zusammen. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Von Star-Architekten entwickelt, aber das Ganze ist mitten im Berg mit einer Aussicht, die werde ich euch gleich mal zeigen. Man kann also nicht nur campen, man hat auch Chalets, die mitten im Himmel gebaut sind, so kann man es fast sagen. Und die werden wir uns gleich mal anschauen. Und haben keinen geringeren hier wie den Mitgründer der ganzen Geschichte. Stell dich mal kurz vor, dein Name. Ja, ich bin von der Familie Morik, einen Teil. Wir sind in der Familie und führen den Campingplatz schon seit einigen vielen Jahren und das aufgebaut. Und ja, das geht immer weiter. Meine Frau hat diese Idee gehabt, mit diesen Runden etwas ganz was Besonderes hierher zu bauen, zu unserem Typ vom Campingplatz. Und das sind die Himmelschalets. Die liegen jetzt da oben, am Hang oben, in einer Höhe von, also von unten von 23 Meter. Also die haben eine ausgezeichnete Aussicht. Und muss schwindelfrei sein, ist man auf der Terrasse. Das ist was Besonderes. Die haben auch Whirlpool dabei und die wurden hier produziert im Land Vorarlberg, ganz in der Nähe. Alles aus heimischem Holz und ist auch schon von der Qualität innen die höchste Qualität. Also wir setzen hier auf alles. Wir haben hier genauso diese Beheizung, findet alles mit Erdwärme statt. Also alles ökologisch und heutzutage also umweltgerecht. Das hat eine Spezialfirma gebaut, die, glaube ich, normalerweise Seilbahnen baut, oder? Ja, die Firma baut Seilbahnen, also das Untergerüst, das wird von einer Spezialfirma gebaut. Und die Konstruktion, alles aus Holz, das wurde hier im Großwalsertal von einem Zimmerer gebaut und sensationelle Arbeit, also wenn man das innen betrachtet, also das gigantische hat 48 Quadratmeter, da ist eine kleine Küche drinnen, da ist ein Vorraum drin, ein großes Schlafzimmer drin, also für 4 Personen, ein Whirlpool ist vorhanden. Und genau. Ich blende auf jeden Fall noch Bilder ein, denn ihr habt auf der Website habt ihr ganz viele Bilder und da werden wir das mal zeigen, wie es innen aussieht. Wir können nicht reingucken, denn sie sind restlos ausgebucht. Aber was wir restlos ausgebucht. Ich zeig mal was. Da vorne ist die Terrasse. Ja. Wenn du drin bist, merkst du gar nicht, dass du frei schwebend bist, oder? Ja, du schwebst frei. Drum Himmelschalet. Du schwebst wirklich frei in der Luft, weil man sieht ja da, wie tief das hinuntergeht. Wenn man das einmal betrachtet, man hat einen direkten Blick in die Schlucht. Man hört das Wasser rauschen und alles natürlich nur Natur. Kein Haus rundherum und nur 1,5 Kilometer bis zum Zentrum des Ortes. Also ja. Wir sind außerhalb, wir sind in diesem, kann man sagen, in den Naturpark eingebettet. So, komm, wir gehen mal kurz rum, dass wir das mal sehen. Alpencamping, Nenzing, Restaurant, Garfrenga, so heißt es. Dann den Alpenspa, werden wir jetzt mal sehen. Und natürlich, gerade haben wir es gesehen, die Himmelschalets. Das ist der Eingang. Ich zeig dich mal kurz. Ja, das ist der Eingang zur Rezeption. Schön. Zum Restaurant. Wir haben ein sehr gutes Restaurant. Wir haben sogar eine Haube. Ich glaube, es wird nicht viel Campingplätze geben in Österreich, wo eine Haube hat. Ja. Also wir haben Haube, klemm ich auf. Eine Haube sind 3 Hauben, ist das Höchste, was ein Restaurant bekommen kann. Seit den Führern also, auf der Marke. Ja, wir sind also ein sehr gutes Gasthaus, aber zu erschwinglichen Preisen. Also wir haben 2 spezielle Restaurants, eines unten Natur, also unten haben wir eben die einheimische Küche und oben haben wir dann speziell so erlesene Fischarten von hier, von der Natur, von hier. Warte, ich zeig's mal gerade hier vorne. Ihr habt nämlich einen Eintrag im Gourmio. Der ist einmal hier und wir gehen mal kurz rein. Hier vorne hast du direkt so einen Wartebereich, was mich so an ein 5-Sterne-Hotel so ein bisschen erinnert. Ihr seid aber kein Hotel, ihr seid ein Camping. Ihr habt eine tolle Bar. Das ist der Hammer. Hier kann man sitzen, auch mal. Kann man mal am Abend sitzen und kann sich da ein bisschen erholen oder andere Leute kennenlernen, mit denen ins Gespräch zu kommen und sich ein bisschen austauschen. Dann haben wir eine tolle Lounge hier vor uns da. Ist der Hammer. Die Leute gemütlich sitzen und können sie auch hier. Sag das mal gerade, das hier ist ein besonderer Tisch, ein oder? Ein Säckchen für vielleicht ein Bärchen. Oder da kann man so Leute. Ganz alleine sein. Das ist hier so, das kennt man ja oft bei anderen Sachen. Ein bisschen Romantik da. So, du machst gerade Spieße, oder was machst du? Ja, genau, Spieße mache ich. Das sieht aber lecker aus. Danke. So, das heißt, ich kann hier auch abnehmen, wenn ich will. Wenn ich nur die Gemüsespieße esse, dann geht's, oder? Ja. Abnehmen. Okay. So, ich zeig's mal gerade, hier vorne wird dann auch gegrillt. Ihr habt doch einen Grill? Habt ihr auch? Grill haben wir. Heinz, hast du eine Minute Zeit? Er möchte was fragen, schnell. Jetzt kommt der Chefkoch da, das ist unser
Chefkoch Heinz, der hat da natürlich... Heinz, ich grüße dich. Total. Sag mal, was sind die Spezialitäten hier? Was sind so Sachen, die die Leute immer wieder nachfragen? Ja, also die Hauptspezialität Zwiebelrostbraten. Zwiebelrostbraten, dann Fuhre Mist, der Renner, ne, natürlich. Ne. Das ist auch ein Renner, pure Mist. Das wird dann so serviert, wunderschön dekoriert. Die ganzen Wildgerichte. Ne? Wildgerichte natürlich. Ja. Kommt dann hier so auf den Teller. So schaut man das an. Das Wahnsinn. Ist das hier eine Zapfanlage für Wein? Ja, nein, das ist eine Zapfanlage. Der Wein haben wir. Hier sind Bier und Limonade, alles sonstige. Das ist ja Hightech, oder? Ja, ist ja Hightech. Das ist alles Hightech. Ja, das okay. Ist ganz neu. Das heißt, es geht alles sehr schnell. Also ja, das geht rucke zucke. Das wird auch hier, oder? Du hast ja so ein Handy dabei. Zeig einmal. So so, er kann so ponieren. Das ist halt das Modernste. Da können Sie auch gleich mit der Karte bezahlen. Das ist überhaupt nicht das Modernste. Das heißt, die Leute kriegen im Regelfall, also wenn ich jetzt hier order, zum Beispiel ein Getränk, kommt das schnell? Wenn nicht viel los ist, dann schon, ja. Also normalerweise dauert es höchstens 1-2 Minuten. Bis da Hammer, kriegen die Leute da Angst, wenn man das bestellt? Ich war also zuletzt in der Gastronomie, da hatten wir es geordert, da war es in einer Minute da. Da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Ja, also zum Teil ist es schon so, wenn wir die Gäste zum Tisch bringen und sie dann gleich fragen, was sie trinken möchten, dass die Getränke dann am Tisch sind, bevor die Gäste überhaupt richtig sitzen. Ihr wollt die Leute aber nicht loswerden. Das ist nein. Nee. Im Normalfall nicht, nein. Warte, ich zeig das mal gerade. Hallo, darf ich euch mal kurz was fragen? Darf ich euch mal zeigen? Oder ist das, ihr kommt dann im Fernsehen, ist das schlimm? Darf ich euch mal zeigen? Ja, das ist so, aber ich zeig mal, weil ihr sitzt da so toll beieinander. Wir sind von German Television, Saarland Fernsehen 1 und 2 und zeigen das Ganze mal so ein bisschen, so ein Rundgang, sind durch Zufall hier. Wir hatten gar nicht vor, hierher zu kommen, haben das auf dem Führer gesehen, denn unsere Hundedame hat sich ein Bein gebrochen. Hier gibt es eine der besten Tierkliniken in der Nähe. Okay. Das ist so. Ist das gut, das Essen hier? Das ist wunderbar. Also man sitzt ganz toll und kann genießen. Kann genießen, ja. Ich zeige mal gerade das Setup hier. Also ihr habt einen tollen Tisch dabei. In dem Tisch sind so Inlays drin. Da sind Korken eingebaut. Das heißt, man kann hier jedes Mal, wenn man kommt, sieht man was Neues, oder? Hier. Und der Korken verleitet natürlich zum Rotwein. Ihr seid aus Österreich, oder? Aus Wien, ja. Aus Wien. Das ist eine lange Reise, oder wie lange fahrt ihr aus Wien? Ja, einmal quer durch die Republik. 7 also. Stunden. Ja. 7 Stunden. Wahnsinnig. Nur zum Mittagessen. Nein. So, ich zeig mal gerade hier vorne, habt ihr dann ein Schwimmbad? Ja, ein Schwimmbad, ja. Ja. Das ist warm, gell? Das ist innen und außen? Das hat 31 Grad. Das ist ja fantastisch. Also Sie steigen drinnen ein. Das ist die neue Art von Hallenbäder. Innenbad, Außenbad. Das heißt, Sie können sich hier einfach im Regen draußen schwimmen, sehr warm, kommen dann hinein in die Halle und somit ist ja drinnen sehr warm und können Sie dort eben erholen. Es sind Liegestühle drinnen. Und Riesen, also es ist ganz was Besonderes. So, und ihr habt ja auch hier draußen, habt ihr das überdacht. Jetzt regnet es natürlich ziemlich arg, aber auch hier habe ich Plätze. Ich kann aber nicht hier essen, ich kriege aber hier meinen Cocktail, oder? Ja, da bringt man einen Cocktail rüber, das ist gemütlich zum Sitzen. Da können dann so Familien sitzen, dann bringt man einen Kaffee her. Und ja, die Terrasse heute schaut ja nicht so wunderbar aus, aber wenn hier die Sonne scheint, ist da Betrieb und Stimmung. Ich finde auch gut, dass nicht die Sonne scheint, da hab ich dich mal komplett hier. Ja, das stimmt. Dass wir das mal zeigen. Ja. Viele, viele Kinder. Die können wir nicht zeigen, aber... Das hat sich ja geändert als Schlagartig. So. Das hier ist ein Platz für alle. Ich habe es ja eben schon mal erzählt im Restaurant. Ihr habt wirklich viele Familien, ne? Viele Familien, auch genauso ohne Kinder. Wir sind am Platz für alle. Für alle. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt da so viele, die haben Haustiere dabei und die fühlen sich da natürlich da auch wohl. Es gibt sogar einen Wanderpass für Haustiere. Da gibt es eine Medaille für das Haustier. Und so haben wir für Kinder haben wir Wanderpässe. Wenn sie also so viele Stunden gewandert sind, bekommen sie eine Medaille über. Also wir haben für alles gedacht und dass sie sich einfach wohlfühlen. So, es gibt auch kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, das ist klar, das ist eigentlich schlechte Kleidung, also schlechtes Wetter. Das geht wieder vorüber und morgen lacht die Sonne wieder. Und so. Wir wären ja nicht in Österreich, wenn es nicht so ganz gemeine Sachen gibt. Ja, hier wir zum Beispiel, das hier sieht aus wie ein Käsekuchen. Ja, ganz besonders. Muffins? Ja, Muffins. Und dann haben wir Erdbeerkuchen und Schokokuchen und Käse-Sahne-Kuchen. Es sind nicht alle Sorten da, was wir noch bieten. Eis habt ihr da? Gibt's auch gutes Bergjoghurt. Da haben wir direkt von der Alpe runter so ein Joghurt. Zeig mal bitte, wo? Ach, da vorne, warte mal.
So. Entschuldigung, wir wollten euch nicht verjagen. Das ist ein Joghurt von 1500 Meter, wird oben produziert, jeden Tag frisch, wird uns geliefert. Da haben wir also Heidelbeer, Erdbeer und da gibt es ja noch dieser besondere Käse, der ist 1,5 Jahre alt, der nennt sich Himmelkäse. Du probierst ihn nochmal nach Sven und dann wirst du sagen, wie gut das der ist. Das ist halt sensationell. Wahnsinn. Sensationell, ja. So, dann habt ihr unten Frankfurter. Ja, das sind Wiener, gell, in Österreich. Oder Frankfurterle, Wienerle, Frankfurter. So, Kupferberg. Ja, Butter haben wir auch von der Alpe. Eier haben wir direkt vom Bauer. Also es hat fürs Frühstück, die Menschen, wo das vielleicht vergessen haben, und dann decken sie dann da nochmal sein. Aber was ist das für eine Wurst hier? Ja. Das ist ja Hirschwurst, auch vom Lenziger Himmel. Das wird dann, ein Teil wird ja speziell verarbeitet in der Küche und dann aus einem Teil macht man dann immer noch diese Würste. Die so, das gute Bier von hier? Das gute Bier, das ist da in der Nähe, da gibt es eine tolle Brauerei, Fraßstanzer Brauerei, und die beliefern uns. So, und dann habt ihr Gemüse geputzt? Das gibt es auch alles da. Boah, das ist alles so mit Liebe gemacht hier? Das wird alles da gemacht. Das wird alles eben von meiner Frau gestaltet und dementsprechend da eingerichtet und die dich... So, ich gehe mal gerade hier rum, hier kann man auch die Weine kaufen, die ihr teilweise anbietet, oder? Die Weine da, ja, das schaut die Tochter dazu, da ist die. Ah, hier, da ist der Senior da. Die Tochter ist, ja, der Senior ist nach oben, den haben wir hier noch verwirklicht, dass man nicht ganz vergessen tut. Die ist wo deine Tochter, sag mal, die hier? Die Tochter ist auch hier, das ist die Tochter da. Das welche ist die denn? Tochter. Links, und, rechts? Ja, links und die andere ist die Frau. Das ist die Frau. Das ist die Michelle und die Gerd. Sehr schön. Die sind auch die Familienchalets. Wow. Die sind auch sehr schön gebaut. Die sind ideal für eine Familie mit zwei erwachsenen Kindern. Oder also die im Prinzip die gleiche Bauweise auch wieder freistehen. Anders, ein bisschen eine andere Art, aber auch wieder perfekt eingerichtet. Und ja, ganz was Besonderes. Das ist der Spielplatz. Da ist ein Spielhaus für die Kinder. Haben wir da. Können wir mal reinschauen, ob sie drinnen sitzen heute, die Kinder. So, schnell mal Schirmchen öffnen. Ja. Ich mag deinen Schirm, der ist riesig. Ja, das ist der brauchen wir jetzt. Da haben wir halt einen Kinderspielplatz. So, stellt euch vor, tausende spielende Kinder. Da oben haben wir aufgebaut, da im Wald drinnen. Da ist alles so, da müssen sie durch diese Bäume durchkriechen. Da gibt es so Indianerzelte und warte, ich zeig das mal, da vorne ist Indianerwald, gell? Ja, Indianerwald ist da oben. Dass wir das mal sehen. Hier vorne wieder eine Wärmepumpe. Da haben wir eine Wärmepumpe für diese drei Häuschen. Das ist eine Luftwärmepumpe. Und da sind die Kinder drinnen. Da haben wir jetzt da. So, zeigen wir mal ganz kurz. Die zeigen wir nicht, die Kinder. Nein, sind nicht so aber viele Ideen. Aber ich filme mal gerade ganz kurz hier hoch. Ihr seid nicht zu sehen, dass wir das sehen. Aber ein wunderschönes Kinderhaus. Da können Sie ein bisschen spielen. Da geht der Fernseher. So, ich gehe mal kurz hier vorne hin, ihr seid nicht im Bild. Toll. Ist das schön hier, das Kinderhaus? Es ist schön warm hier, gell? Kuschelig. Und es riecht nach Holz hier drin, so ganz natürlich, so gar nicht so. So, ihr habt das Haus im Moment ganz alleine für euch, oder? Das ist so. Kinder da sind erstaunlicher. Sie sitzen, glaube ich, im Wohnwagen. Aber unten ist ja auch noch ein Spielhaus, vielleicht sind sie da mehr. Ich glaube, sie sind mehr unten. War zwar auch schon. Aber so. Es ist ja schön, wenn sie da sind. Ja, toll. Genau. Ihr habt es genannt Luxury Camping und Glamping, aber was ich gezeigt habe heute, ganz normale Menschen, also nicht der Schaf von Persien oder sowas, der da ist. Auch. Also wir haben auch der Bürgermeister von Vaduz ist bei uns Winterdauergast. Ja. Wir haben immer mal wieder ein paar Prominente, auch immer noch aus der Skiszene, vor ein paar Wochen auch wieder da gewesen. Aber auch ganz normale Leute und ganz normale junge Leute, so wie ich, die auch spontan auf einem Roadtrip in Österreich unterwegs sind, die kommen dann auch mal vorbei. So, bitte mal weiterblättern, genau. Dass wir mal das mal zeigen, denn die Broschüre müsst ihr unbedingt mal gucken. Genau, weil hier sieht man jetzt... Das sind die Himmelschalets, genau. Innen, genau. Und da haben wir die Luxuschalets mit eigenem Whirlpool und King-Size-Bett. Genau. Wenn du mal gerade zu mir drehst, ein kleines bisschen, und mal ganz steil hältst. So, super. Jetzt kann man es nämlich richtig toll sehen. Das heißt, diese Chalets sehen ja von außen relativ klein aus. Die sind super geräumig. Also du hast ein eigenes Schlafzimmer mit drin, Badezimmer, Küche und Wohnzimmer. Also klar, Küche und Wohnzimmer dann in einem, aber Couch und Sitzmöglichkeiten zum Essen, ist alles vorhanden. Thank you.
abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.